Herzlich willkommen, liebe SVE-Fans, zu einer neuen Ausgabe TV11 Nachschuss. Heute zum Finale des Sparkassenpokals war der Drittligist des 1. FC Saarbrücken zu Gast in der OSAFAM Arena. Nach einem sehr schönen Spiel konnte unsere Elf verdient mit 1:0 gewinnen und den Pokal mit nach Hause nehmen. Björn Linnebach hat sich mit Trainer Horst Steffen, mit dem Torschützen Eros Dacay und mit Patrick Dragon unterhalten. Viel Spaß! Für den Sparkassenpokalsieger 2021. Herzlichen Glückwunsch an die SV07 Horst, nach den Emotionen brauche ich gar nicht eigentlich zu fragen. Herzlichen Glückwunsch erstmal, Saarland-Pokalsieger 2021, das heißt der DFB-Pokal, nimmt die SVE wieder teil. Es gibt in der Teilnehmerfeld die SV Elversberg. Was ist das jetzt für ein Gefühl? Trotzdem einfach mal jetzt so frei raus. Ja, es ist großartig. Ja, wir haben einen Gegner bespielt, der eine Liga höher spielt, der Favorit war. Und wir haben es gut gemacht und wenig zugelassen. Dabei eine gute Spielkontrolle selber gehabt. Also viele Dinge haben gut funktioniert und es war ein tolles Spiel der Jungs. Und zum Schluss haben wir einfach auch super gut das 1:0 verteidigt. Deshalb ist es ein absoluter Glückstag für den Verein, für mich persönlich natürlich auch. Ich habe halt gerne Pokal hoch und hole Titel, finde ich super. Und ja, wenn zeitgleich dann eben auch noch Homburg gegen Freiburg gewinnt, lebt noch so ein bisschen diese Idee, dass wir zum Finale noch mal richtig was machen können. Auf dem Papier steht Drittligist FC Saarbrücken mit Platz 5 am Ende, ja eine wirklich souveräne Runde gespielt als Neuaufsteiger in der dritten Liga. Heute gegen Regionalligisten, das sah über die 90 Minuten eigentlich nicht so aus. Ja, ein bisschen war die Luft raus bei den Saarbrücker Spielern, so schien es zumindest. Wir haben es natürlich auch gut gemacht, muss man sagen. Ausgangssituation ist natürlich immer ein bisschen einfacher für denjenigen, der Underdog ist, der Regionalligist ist. Aber die Mannschaft hat es toll gemacht und haben wirklich kaum was zugelassen, haben Lücken gefunden, ordentlich kombiniert. Ein paar Chancen, erste Halbzeit schon rausgearbeitet, wo der ein oder andere vielleicht schon reingehen kann. Und es kam dann nicht mehr die richtige Gegenwehr von Saarbrücken auch. Wir haben das zum Teil verhindert, dass wir da wirklich super gut angelaufen sind. Und Bälle verteidigt haben und deshalb ist es einfach ein Verdienst der Mannschaft, ja, eine tolle Mannschaftsleistung insgesamt, tolle Struktur, die wir da hatten und ein super gutes Ergebnis. Ich will jetzt nicht in Fußballromantik abdriften, aber sind die 9 Siege in der Regionalliga in Folge heute der entscheidende Unterschied gewesen? Haben die den Rückenwind für heute mitgebracht? Ja, es ist bestimmt so, dass uns diese 9 Siege eine breite Brust gegeben haben. Ich habe zwar zu Beginn noch eine Viertelstunde, 20 Minuten gedacht, wir könnten noch ein bisschen mehr Richtung Tor agieren und noch konsequenter sein, aber danach haben wir das einfach abgelegt und haben das gespielt, was wir können, mit guten Zwischenräumen, Pässen und wirklich eine gute Raumaufteilung mit gutem Aufdrehen, mit guten Aktionen nach vorne. Wo ich sage, das war mega. Die 9 Siege haben bestimmt geholfen, eine breite Brust zu bekommen und das Gefühl zu bekommen, wir können aus Saarbrücken schlagen. Das hat garantiert geholfen. Deshalb, ja, wenn es nicht für Platz 1 reicht, hat es zumindest dafür gereicht, dass wir den Pokal geholt haben. Auch wenn es euch natürlich gegönnt wäre, selbst im Rahmen von Corona-Zeiten jetzt eine richtig ordentliche Party abzureisen, zumindest so, wie es erlaubt wäre. Ich kenne dich, ich kenne die Mannschaft gut genug. Dienstag steht das nächste Spiel an. Du hast es im Vorspann eben oder in deiner ersten Frage ja schon gesagt, das Ergebnis des FC Homburg gegen den SC Freiburg war auch nicht ganz unglücklich für die SVE. Wie geht es jetzt in Richtung Dienstag? Ja, wir werden normal regenerieren. Heute, klar, dürfen die Jungs auch mal ein Bier trinken. Einen Pokalsieg zu feiern, hatten wir im letzten Jahr schon nicht die Möglichkeit, den Sieg zu feiern, richtig. Jetzt darf es mal einen Schluck Bier geben und eine gewisse Ausgelassenheit da sein. Und wer die Mannschaft jetzt über die letzten Wochen gesehen hat, die weiß, dass sie sehr fokussiert sein wird, um sich auf Steinbach vorzubereiten. Jeder Einzelne hat das Gefühl, wir können unseren Rekord, den wir in der letzten Saison hatten mit 9 Siegen, einfach noch übertrumpfen und wollen in Steinbach auch zeigen, dass wir gut drauf sind und den 10. Sieg in Folge einfahren.
Horst, das soll es gewesen sein. Vielen Dank, das Bier wartet nämlich auf dich. Ah, stimmt, ich habe auch Durst. Eros, auch für dich natürlich herzlichen Glückwunsch zum Erfolg hier im Saarland-Pokal-Finale. Nächste Runde, DFB-Pokal, die SVE ist wieder dabei. Sind das heute solche Momente, warum du dich entschieden hast, Fußballer zu werden? Ja, das ist natürlich überragend, dass es so gelaufen ist. Ich denke, wir haben ein super Spiel abgeliefert, wussten, dass es kein einfaches Spiel wird, haben dann einfach, wie gesagt, ein super Spiel gemacht, hätten, glaube ich, auch früher in Führung gehen können. Ich komme dann rein und mache das Tor und das Gefühl beim Jubeln mit der Mannschaft ist einfach unbeschreiblich. Ich glaube, dafür spielen wir wirklich Fußball. Ja, du sagst es, du kommst rein, machst das Tor, besser kann es eigentlich gar nicht sein. Erzähl mal ganz kurz, wie war das jetzt aus deiner Perspektive? Das ist ein entscheidendes Spiel und du bist jetzt quasi, das darf man so sagen, der Man of the Match. Wie fühlt sich das an? Es ist ein überragendes Gefühl, also das ist wirklich unbeschreiblich zum Tor. Ich glaube, Schnelli kriegt den Ball, macht ihn gut fest, legt ihn dann mir in den Fuß, ich lege mir perfekt rein und hau ihn dann einfach rein. Und dieses Gefühl nach dem Jubeln, also das war echt unglaublich. Ja, trotz allem Jubels natürlich, es steht noch entgegen dem FCS, der ja kein Saisonspiel mehr zu absolvieren hat. Für euch geht es immer noch weiter. Du hast das Ergebnis aus der Regionalliga auch mitbekommen. Freiburg eine Saisonniederlage kassiert. Wie geht dein Blick, wie geht euer Blick jetzt in Richtung Auswärtsspiel am kommenden Dienstag? Ja, ich glaube, wir müssen einfach unsere Aufgabe erledigen. Wir versuchen einfach jetzt jedes Spiel bis zum Saisonende zu gewinnen. Alles andere können wir nicht beeinflussen und dann versuchen wir einfach, wie gesagt, jedes Spiel zu gewinnen. Und das, was am Ende bei rauskommt, das sehen wir dann. Aber wir müssen einfach unsere Aufgabe erstmal erledigen. Trotzdem, heute gibt es noch ein wenig Feier. Bisschen Party gibt's ja noch? Ja, ich denke schon, in der Kabine geht da noch was. Vielleicht danach auch. Schauen wir mal. Alles klar, viel Spaß und ja, lasst es euch gut gehen heute. Gerne, danke. Paddy, dein Gesicht sagt alles. Herzlichen Glückwunsch. Saarland-Pokal, Erfolg. Nächstes Jahr DFB-Pokal wieder mit der SV Elversberg, wieder mit unserer Elf. Wieder mal. Deswegen jetzt die Quizfrage. Ich hatte es leider jetzt nicht rausgefunden. Deine wievielte Pokalteilnahme war das jetzt? DFB-Pokal-Teilnahme? Nein, deine Saarland-Pokal-Final-Teilnahme. Die dritte? Die dritte? Okay. Und zweimal gewonnen. Gute Quote, oder? Gute Quote. Darf gerne so weitergehen mit dir. Nach Emotionen brauche ich wahrscheinlich nicht zu fragen. Stimmung ist wahrscheinlich richtig toll. Wir sind gerade am Höhepunkt, ja. So sieht's aus. Ich glaube, wir haben das Spiel heute verdient gewonnen, haben gut gespielt und genauso machen wir in der Kabine gleich weiter. Sehr schön. Wie sieht das bei euch aus? Regionalligist jetzt trotzdem ganz weit oben dabei. Man weiß, man hat eine bestimmte Qualität. Trotzdem kommt dann ein Drittligist aus Saarbrücken, auch mit einer Qualität. Fünfter Platz in der Abschlusstabelle der dritten Liga, unbestritten eine tolle Saisonleistung. Ist da ein bisschen Demut dabei? Hat man da ein bisschen Befürchtungen? Oh weh, wie kommen die da an? Nee, im Gegenteil. Also ich denke, dass jeder wusste, dass es heute ein Pokalfinale ist und so haben wir auch gespielt. Und da ist es egal, ob du in der dritten oder vierten Liga spielst. Das ist ein Spiel und in diesem einen Spiel kann jeder gewinnen. Und da macht halt auch mal die Tagesform was aus. Und ich glaube, da waren wir heute einfach besser. Ja, du nimmst die nächste Frage eigentlich schon vorweg. Klassenunterschied, den man ja manchmal sieht in solchen Spielen, in solchen Situationen, hat man heute definitiv nicht gesehen. Nee, war nicht vorhanden heute. Ich glaube eher im Gegenteil, dass wir heute besser waren. Ja. Der Klassenunterschied nur andersrum. Ja, auch an dich die Frage, was nimmt ihr jetzt mit Richtung Steinbach kommende Woche? Der FC Homburg hat ja für einen Punktverlust des SC Freiburg gesorgt. Da geht vielleicht noch was. Das bringt jetzt nochmal Spannung ins Finale jetzt. Also ins Saisonfinale. Und da freuen wir uns einfach alle drauf. Ansonsten wäre die Luft raus und so, denke ich, hat jeder nochmal Spannung vor den letzten Spielen. Jetzt gerade gegen Steinbach wollen wir natürlich gewinnen. Und wer weiß, was dann noch geht. Ja, jetzt darf man es ja fragen. Nach Saarland-Pokal-Erfolg, die Teilnahme im DFB-Pokal ist gesichert. Steht zwar noch nicht an die Auslosung, aber was kommt denn jetzt so für einen Wunsch? Nochmal wie letztes Jahr, dass man... Ich glaube, den Wunsch werde ich jedes Mal den gleichen haben. Schalke. Okay. Alles klar. Dann drücken wir die Daumen, dass es Schalke wird. Letztes Jahr hatten wir ja ein gutes Los mit einem Zweitligisten. Ja, hat auch Spaß gemacht. Genau. Ist zwar jetzt schade für die Fans der Königsblauen, dass dann ein Zweitligist hierher kommt, aber nehmen wir gerne, wenn wir dann in die zweite Runde nochmal einziehen dürfen. Auf jeden Fall. Alles klar. Paddy, vielen Dank. Gerne. Viel Spaß noch in der Kabine und dann auch, was heute Abend noch so ansteht. Man weiß es nicht.